Dem Verfall preisgegeben. Die ehemalige Kinderbeobachtungsstation in der Sonnenstraße 44 in Innsbruck wirkt wie eine sich langsam entwickelnde Ruine und spiegelt so die düstere Aufarbeitung der Vorfälle in der Station wider. Über 30 Jahre lang hat Maria Nowak-Vogel die Station geleitet. Die Vorfälle rund um die Station sind jetzt im Bericht der Medizinhistorischen Expertenkommission aufgearbeitet worden. Der Bericht geht in 14 Kapiteln auf die unterschiedlichsten Ansätze ein. Die Abgabe eines Medikaments gegen Hypersexualität und vor allem die Sicht der Betroffenen sind besondere Schwerpunkte. Auf der Homepage www.heimerziehung.at setzt sich Horst Schreiber intensiv mit den Schilderungen der Betroffenen auseinander. 2010 begann Horst Schreiber, die leidvollen Erfahrungen zu dokumentieren. Heimerziehung. 2012 hat Horst Schreiber im Innsbrucker Rathaussaal das Buch Im Namen der Ordnung – Heimerziehung in Tirol präsentiert. Die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Betroffenen geht über das persönliche Leiden hinaus. Die Kinderbeobachtungsstation war aber auch ein Ort, ein System der Beziehungslosigkeit. Ein System, in dem Gefühle geradezu kriminalisiert wurden, in dem Freundschaften unterbunden wurden. Das ist etwas, das die Kinder und Jugendlichen in ihr Leben mitnehmen mussten und sie auf ihrem weiteren Lebensweg sehr negativ begleitet hat. Im März 2010 wurde bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol die Anlaufstelle für Opferschutz eingerichtet. Betroffene aus der Bubenburg, dem Heim St. Martin, aber auch anderen Einrichtungen meldeten sich bei der Anlaufstelle. Indem die Kommission dies tut, die Berichte der Betroffenen ernst nimmt, unternimmt sie den Versuch, den betroffenen Menschen jene Würdigung zuteilwerden zu lassen, die ihnen so lange verwehrt worden ist. Die Aufarbeitung der Erlebnisse der Betroffenen in den Tiroler Heimen bietet aber auch die Möglichkeit, die sozialpsychiatrische Versorgungsstruktur für Jugendliche auf eine zeitgemäße Ebene zu stellen. Die Rechte von Kindern und Jugendlichen sollen auch weiterhin gestärkt werden. Musik